Hallo zurück zu Homeworld 3. Ich bin Dennis und ihr seid bei den Spielkindern, das freut mich sehr. Und zwar, weil wir hier spektakuläre Dinge erleben. Wir sind gerade dabei, die Fanatikerkönigin in der Kampagne endgültig zu besiegen, also unsere große Widersacherin während der gesamten Kampagne, die tatsächlich, wenn das hier das Finale ist, was ich stark vermute, dann war die Kampagne ziemlich kurz. Also wir haben echt nicht lange gebraucht hier, um die durchzuspielen, und das ist ein bisschen schade. Ich meine, die Homeworld-Kampagnen waren noch nie gigantisch, also im Sinne von 30, 40 Stunden. Die hat man immer in, weiß ich nicht, 15 Stunden durchgespielt gehabt, die vorherigen. Aber gefühlt war die hier nochmal ein paar Stunden kürzer. Also so 2, 3 Missionen mehr wären schon noch ganz nett gewesen. Und was ein bisschen schade ist, ist, dass es bisher keine Ankündigung für einen Story-DLC gibt, der also nochmal 4, 5 Missionen hinten ranfügt. Für 15 Euro, 20 Euro würde ich sofort nehmen, weil die Missionen, die da waren, waren super, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das wirklich bisher hervorragend. Nur leider so ein bisschen wenig, ne? So, das ist aber auch schon die einzige Kritik, und ich finde immer die Kritik, es ist ein bisschen wenig vom sehr Guten, ist immer natürlich eine wichtige Kritik, aber damit, da schwingt ja mit, es ist sehr gut, ne? Also, das heißt, es ist was Cooles. Jetzt muss ich hier zu der Kernandockstelle noch hin, ne? Irgendwie. Wie mache ich das? Sie hat einen Megastrahl. Cool. Genau, also, jetzt hören wir mal auf mit dem ganzen Diskutieren des Spiels. Jetzt wird weiter gekämpft. Caution. Battlecruiser has bomber production complete. Railgun Corvette complete. So, ich habe, die Situation ist die, ich habe meine eine Flotte, meine Flotte Nummer 2 hier in der Mitte stationiert. Die soll hier die Mitte halten. Das macht sie auch ganz gut. Während Flotte Nummer 1 drüben den ersten Kern hier einsetzt. Und I'm taking damage. The Karsujuk is taking damage. Move to defend. Heul doch. Ein bisschen Schaden ist, glaube ich, okay. Kannst du dich da mal bitte bisschen benehmen, danke, und da endlich den Kern einsetzen? Wir müssen ja die 3 Sprungkerne einsetzen und ja, hoffen einfach mal, dass das nicht dazu führt, dass wir dass wir dadurch sterben, beziehungsweise genau das tun, was die Königin von uns will. Es wäre nämlich möglich, dass wir ihr damit sehr in die Hände spielen. Also, der Witz ist, unser Plan ist genau der gleiche wie der von der Königin. Alle 3 Kerne bei der Königin einsetzen. sie hätte das auch gerne. Wir müssen mal gucken, wer da jetzt sozusagen Erfolg hat mit seinem Plan. Es ist de facto der gleiche. So. Ich zerstöre mal hier weiter diese Energieregulatoren, wobei ich halt nicht so ganz genau weiß, was das eigentlich bewirkt, also was das eigentlich für Regulatoren sind, was sie da machen. Wozu die eigentlich da sind. Die regulieren irgendwas. Ich vermute, dass dann weniger gegnerische Einheiten nachkommen. Das wäre zumindest mein Wunsch, meine Hoffnung. Explodiert das Ding jetzt, oder? Ja, zumindest gehen die Kanonen mit kaputt. Das ist ja schon mal etwas. Das Trägerschiff ist hier irgendwie so ein bisschen alleine. Das darf mal bitte mitkommen mit der Flotte. So. Was macht Gruppe 2? Der geht's ganz gut. So, der erste Core ist... Be prepared for anything. Massive Power, das klingt ja nicht so gut. Was kommt jetzt? Ich dachte mir schon, dass irgendwas kommen wird, sobald wir den ersten Kern einsetzen. Ah, kommt jetzt ein super, hyper, mega Schlachtschiff. It may have been millennia since I had dirty my hands with battle. Das ist ihr eigenes Superschlachtschiff. But I have forgotten more than you will ever know about fire and death.
Das kommt direkt unter mir raus. Oh, scheiße. My Titan ship will scour you and your precious mother ships from the face of the galaxy while I remain in my throne room. Immutable and untouchable. Never forget, you brought this on yourself, vicious girl. You lied to me, spurned me, and for what? My will shall prevail as always, and you will suffer alone. Oh je. Ich glaube, wir könnten ein Problem kriegen. All units, priority alert. Direkt unter mir. Priority alert. A Titan class vessel has entered the AO. Its capabilities are unknown. This threat must be eliminated. Engage with caution. Für caution ist es zu spät, Leute. Ich meine, Bup! Die berühren sich fast. Oh, scheiße. Das könnte unangenehm werden. Habe ich hier irgendwas, was da was bringen würde? Fusionsrakete auf das ausgewählte Ziel. Schieß doch bitte mal eine Fusionsrakete auf das ausgewählte Ziel. Dankeschön. Holy shit. Das ist ja echt eine katastrophale Wendung der Ereignisse hier, dass dieses Super Titan Megaschiff direkt neben mir auftaucht. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich genötigt, meine Flotte hier rüber zu ziehen. Den Rest der Flotte hier. Okay. She will use this Titan ship to keep us from our primary objective. Ja, das glaube ich auch. Focusing on the mission intel. Okay, so jetzt nehmen wir uns mal die komplette Flotte hier und greifen mal mit allem, was wir haben, dieses Titanenschiff hier an. Das ist sehr unangenehm, was hier gerade passiert. Ich kann leider nur alle 2 Minuten die Fusionsrakete zünden. Die macht ordentlich Schaden, so weiß ich nicht, so was sind das, 5-10%. Bei dem Oschi ist das schon eine ganze Menge. Aber ist natürlich lange nicht genug, um hier mal schnell zu gewinnen. Wir können nochmal Fregatten bauen, die sollen dann mithelfen. Torpedofregatten bauen wir noch welche, dann bauen wir hier noch ein paar Flottenbomber. Okay, ja, das muss reichen. Und dann ziehen wir halt die gesamte Flotte zusammen und kämpfen uns hier einmal durch. Das haben wir hier ganz gut hinbekommen. Alter, dieses Mega-Ding, ey. When you designated this monster a Titan class, was that a reference to? Of course, Lady Karen. Your battles are still core training at the Academy. Good. Then everyone knows what needs to be done. Ja, everyone knows. Gut, dass ich meine Begleitfregatten dabei habe, die hier unterstützen. Wir kriegen das Ding ganz gut kaputt. Tatsächlich. Können wir nur hoffen, dass wir hier die nicht parallel irgendein Problem erzeugen, indem wir hier die Casa Juk allein lassen. Ich würde sowieso ganz gerne haben, dass die weiterhin wieder begleitet wird. Haben wir jetzt hier den Kern eingesetzt? Damit sind wir fertig, ja? Das heißt, wir können ja mitkommen. Die hat ja auch noch eine Superwaffe, die können wir ja auch mitnehmen. Geht das? Bewegt die sich? Aber sehr langsam. Titan ship hull integrity at 75%. Oh, das Ding haut ab. Das ist ja eine Sauerei. Das ist ja eine absolute Mega-Sauerei, dass das Ding einfach abhauen darf. Nö. How about no thank you? Ich werde nicht aufgeben. Nur weil du mir anbietest, dass ich als dein Sklave leben darf. The Titan ship is now being repaired. This gives us a chance to focus on our primary mission goals. Gut, dann fliegen wir jetzt mit. Ah, shit, ey. Dann fliegen wir jetzt mit allen Schiffen hier rüber zum anderen Kernturm. Railgun Corvette ready. Launching. So, dann sammeln wir uns jetzt hier und fliegen jetzt mit der gesamten Flotte zum anderen Kernturm hin. Ich glaube, es war trotzdem eine gute Idee, hier parallel zu arbeiten. So, sammelt mal weiter Ressourcen ein.
Die Flotte hier verteidigt weiter die Kasajuk. Die kommt hier langsam, aber sicher angekrochen. So, repariert mal. Und dann nähern wir uns mit der Gesamtflotte, wenn wir sie vereinigt haben, dem anderen Kernturm und schnappen uns den. Okay, das Ding wird hier oben repariert. Oder sollen wir das angreifen? Wäre es nicht vielleicht schlauer, das Ding anzugreifen? Mit allem, was wir haben? Müssen wir das denn abwarten hier? Ja, andererseits, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt erstmal gerne die Flotten hier vereinen. Wieso bewegt sich denn hier schon wieder nichts? Oder ist es einfach so langsam, dass es wie tektonische Platten, dass man das eigentlich gar nicht so richtig sieht, was hier passiert? Flieg mal hier hin. Ja, so richtig passiert hier nichts. Das ist doch alles sehr langsam unterwegs. Was ist denn mit dem Ding? Wieso bewegt sich das Teil nicht? Hallo? Ist das ein Wegfindungsproblem? Oder warte mal, wir drehen das jetzt mal. Damit das hier besser durchpasst. Wahrscheinlich bleibt das einfach an diesen Vorsprüngen hier am Boden hängen. So, jetzt springt das Titanenschiff wieder irgendwo hin. Ah. Ja, soll's doch machen, also. Viel Spaß da hinten. Da bin ich fertig in der Ecke. Da bin ich fertig. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, dass es da aufkreuzt. Okay, können. Okay, das schickt jetzt seine Flotte aus. Ist aber eine relativ kleine Flotte von Kleinkramschiffen. Die kann auch Selbstreparatur machen, die Kasajuk. So, jetzt haben wir die Flotten wieder vereint. Dann machen wir da jetzt eine Flotte draus. Und schauen nochmal, dass wir die noch ein bisschen wieder konsolidieren. Wenn nötig, ist es aber eigentlich nicht. Wir können noch einen Schlachtkreuzer bauen. Und brauchen wir noch irgendwas? Ein paar Bomber. Sonst brauchen wir eigentlich nichts. Sieht gut aus. So, du fliegst hier direkt weiter. Ja, die werden hier verfolgt von Jägern. Das ist ja eher unangenehm, aber ich hoffe, dass das timingmäßig noch klappt. Dass sie dann schon... Hallo? Nein. Nein, 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 nein. Flieg weiter. Ist das Ding langsam, meine Güte. Ist ja mega unangenehm. Aber gegen diese kleinen Kackjäger wird ja die Kasajuk sich wohl alleine verteidigen können, oder? Bis sie hier vorne bei der Hauptflotte ankommt, meine ich. Der Titan, der kann da hinten rumschweben, wie er will. Das ist mir ehrlich gesagt egal. So, ja. Fliegt doch zur Flotte, anstatt weiter das wehrlose Schiff anzugreifen. Kommt ihr zur Riesenflotte, die ich hier zusammengezogen habe. 140 Schiffe. Okay. So, die Kasajuk fliegt bitte weiter Richtung Kernturm. Das Mutterschiff fliegt auch Richtung Kernturm. Und die Gesamtflotte fliegt da ebenfalls hinterher. Beziehungsweise mit. So. Die Minenlegerfregatte fliegt hinterher. Wo haben wir jetzt hier einen Rohstoffcontroller, der nichts zu tun hat? Der kann ja hier mal die 500 Ressourcen einsammeln. 500 Ressourcen ist nicht viel, aber wird mir auf Dauer natürlich irgendwie helfen. So, das Trägerschiff kommt bitte auch mit. So, meine zwei Mutterschiffe. Ich habe ja quasi auch zwei Titanen-Klasse-Schiffe, die hier nebeneinander fliegen. Naja, Mutterschiff-Klasse. Das ist ungefähr das gleiche, würde ich mal sagen. Sieht auf jeden Fall relativ episch aus, was ich hier tue. So, und jetzt stoßen wir hier aber auf ein bisschen Gegenwehr. Battlecruiser Construction complete.
Hostile turret on the board. Adjust. Okay, hier kommt jetzt ein Schlachtkreuzer gleich raus. Das neue, der neue Schlachtkreuzer, der hier gebaut wurde. Das Mutterschiff macht natürlich unangenehme Sachen hier. Fliegt da sehr weit nach vorne. Oh Gott. Nochmal Selbstreparatur. Ja, mach ich doch schon. Die Units bewegen sich aber wieder mal sehr langsam nur. Kommt schon, Leute. Bewegt euch mal ein bisschen schneller. So, der Schlachtkreuzer da, der kommt genau im richtigen Moment, um das Mutterschiff zu verteidigen. So, schießt mal alles ab, was hier kommt. Jetzt habe ich es natürlich wirklich sehr unvorsichtig weit nach vorne geschoben. Die beiden Mutterschiffe. Es könnte unangenehm werden, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Group 1 reinforced. Müssen wir immer mal gucken, dass ich weiterhin genug Schiffe hier immer nachbaue, wenn mir irgendwas fehlt. Ionengeschützfregatten gehen Gott sei Dank nicht kaputt, das ist sehr schön. Dann nochmal ein paar Torpedofregatten bauen. Um die Verlorenen zu ersetzen. It must be protected at all costs. Ja, mach ich doch schon. Wieso fliegt das eigentlich so weit nach vorne? Habe ich ihm das überhaupt befohlen? Also vermutlich ja. Caution, Mothership Hull Integrity at 75%. So, schieß mal den Megastrahl ab, so damit ist das Ding hin. Es ist jetzt hier gerade so ein bisschen spitz auf Knopf irgendwie. Torpedo Frigate deploying. Ein bisschen Angst davor, dass die hier jetzt gleich kaputt geht. Fliegt mal alle hier rüber. Wie sieht's mit den Begleitfregatten aus? Ja, ich weiß, dass sie. Die ist schon bei 50%. Kann die Flotte sich mal ein bisschen beeilen hier? Mit dem Befrieden dieser Geschichte hier? Scheiße. Fliegt mal hier rüber. Und rettet die Karsajuk. Der Schlachtkreuzer da sieht auch nicht mehr so gut aus. Oh, jetzt kommt auch noch die Titan an. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht gerade andere Sorgen, die ich mir zugegebenermaßen selber zugefügt habe. Fucking hell. Titan Ship Hull Integrity at 75%. The Titan ship is performing a local hyperspace jump. Das Ding haben wir ganz gut wieder runtergewommelt. Auf die Hälfte. Aber die Karsajuk sieht halt auch echt nicht gut aus. The Titan ship is falling back. Let's get those cores in while we have the chance. Können wir das nochmal reparieren, Lena? Ne? Okay, so, kümmert euch jetzt mal um die Schiffe hier im Umkreis. Ich hab das Gefühl, ich stümpere hier so rum. Ich denke, das ist auch so. Das ist ganz schön stümperhaft, was ich hier mache. Ich habe in 14 Sekunden wieder den Turbostrahl hier. Der Titan wird gerade repariert. Railgun Corvette production complete. Imogen, I'm taking damage. Ich weiß. Wo sind denn meine ganzen Begleitfregatten eigentlich hin? Wo sind die denn? Die sind hier verteilt, das ist okay. Die ist da, die kann sich ums Mutterschiff kümmern. Die reparieren hier, das Ding hat natürlich extrem viel Lebensenergie. Bleib mal stehen. Beweg dich mal nicht weiter. Hier ist gerade eine Position, wo du nicht von so viel gleichzeitig beschossen werden kannst. Das Trägerschiff schießt da schön auf die Antischiffsgeschütze.
Was schießt denn eigentlich die ganze Zeit auf die Kasajuk, dass die so viel? Das sind diese Anti-Großkampfschiffenschützer. Können wir die mal zerstören? Die sind ein bisschen ärgerlich gerade tatsächlich. Das ist hier wirklich alles sehr knapp. Das ist sehr knapp. Sehr unangenehm knapp, würde ich sagen. Turm 1 ist erobert. Sehr gut. Wir haben aber leider immer noch zu viel Schaden. Die ist aber auch schlecht gelaunt. Jetzt wird sie gleich noch schlechter gelaunt sein. Oh, fuck. Mach mal Selbstreparatur. Schieß den Megastrahl ab. Schieß den... Wir machen hier auch Selbstreparatur. Wir machen die Fusionsrakete auf den Titan. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, was für Einheiten wir noch brauchen. Wir brauchen wieder ein paar Bomber, ein paar Abfangjäger. Haben wir Großkampfschiffe verloren? Das läuft super. Also richtig viel verlieren wir gar nicht. Dann bauen wir noch wieder eine Torpedofregatte. Ist jetzt wirklich die Fusionsrakete da? Wie fucking ärgerlich das ist. So, na gut, komm, jetzt dann alle da drauf. Kümmert euch. Ja, immer wenn er bei 75% ist, dann haut das Ding ab. Das ist einfach eine kleine feige Sau ist. Kleine feige Bitch. The Titan ship is now being repaired. This gives us a chance to focus on our primary mission. Wo ist denn jetzt der Kerntransfer, Ding sie hier? Dann kann die Sajuk das doch bitte mal sich darum kümmern. Caution, destroyer is taking fire. Dann haben wir da auch Erfolg gehabt, das ist doch schon mal sehr schön. So, was ist mit dir hier? Schnapp du dir mal die Ressourcen da drüben. Du einer kleiner Resource-Controller. So. Die Kasajuk ist schon wieder bei über 25%. Reparatur, sehr schön. Hier drüben haben wir auch aufgeräumt. Da ist nicht mehr viel übrig. So, dann machen wir das hier auch noch alles kaputt. Schöne Explosion. Hier sind noch ein paar Fregatten, die können noch weg. Die müssen noch weg, sage ich mal. Wir verlieren wieder wahrscheinlich kleine Kampfschiffe. Die Kasajuk transferiert jetzt den Kern. Wird gleichzeitig repariert. So, dann haben wir diese Seite auch erledigt. Klasse Sache. Kern Nummer 2 wird eingesetzt. In welcher Form auch immer wir damit einen Erfolg haben werden. Also ich glaube immer noch nicht, dass wir uns 100% sicher sind, dass das nicht der Königin in die Hände spielt. Wie will das doch? Haben wir die Kerne vorher so programmiert, dass uns das hilft? Tja, kann ich dir auch nicht erklären. So, diesmal steuern wir mal das Schiff, das Mutterschiff so, dass wir vielleicht eine bessere Chance haben zu treffen. Wir rotieren das ganze Ding mal hier. So, was macht... Wie, das Ding... es kommt und geht sofort wieder. War man sich nicht einig, was man jetzt eigentlich erreichen will an dieser Stelle? Wieso ist da eine Torpedofregatte? Die kann gerne mal... Priority Alert. The Titan ship is armed with a high-intensity beam weapon. It has the power to cut the Kasajuk to pieces and just take the cores. Move it to cover and eliminate the Titan ship threat. Okay, das heißt, es schießt jetzt von der Mitte aus da, oder was? Auf mich? Von da drüben will es jetzt auf mich schießen. Ich bin gespannt, wie es das machen will. Na gut, dann müssen wir jetzt die Kasajuk mal uns schnappen und die Entdeckung
uns in Deckung begeben. Schlau wäre vermutlich, wenn wir nach hier hinten fliegen. So. Ein bisschen weg von dem Schiff. Dreht sich das jetzt? Das dreht sich, oder? Imogen, you know the progenitor cores will survive the destruction of the Karsajuk. The queen intends to pull them from my wreckage. Ist ja unschön. But she will never get the chance. We stand together. Stand together right now. Move out. Maintain active scan all zones. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Given its position and weapons, we must eliminate the Titan ship in order to complete our objective. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wissen wir wohl. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal eine Pause. Es ist wieder soweit, Pausenzeit. Wir machen eine dritte Folge in dieser Mission, mindestens eine noch, denn das ist hier noch lange nicht ausgestanden. Wir müssen noch den Titan vernichten und wir müssen den dritten Kernturm einnehmen. Das Titanschiff macht Titanschiff-Sachen und wird jetzt gleich mit einer gigantischen, titanösen Geschützwaffe auf uns schießen und spuckt derweil auch einfach noch Strahlfregatten aus, als wären es kleine Kampfjäger. Das Ding ist schon heftig. Wenn es uns einmal in die Fänge kommt und nicht sofort wieder wegspringt, dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance, das zu erledigen. Aber es springt halt immer wieder weg. Also mal gucken, wie wir das hinkriegen. Gut, Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.